Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Zugleich entbieten Ihnen die deutschsprachigen Pilger herzliche Glück- und Segenswünsche zu Ihrem 85. Geburtstag, den Sie vorgestern feiern durften, wie auch zum 7. Jahrestag Ihrer Wahl zum Nachfolger Petri. Sie versichern Sie gerne Ihres besonderen Gebetsgedenkens in allen Anliegen Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Andreas Düsseldorf, St. Laurentius Eberfing, St. Georg und Jakobus Isny, St. Marien Marl, Herz-Jesu-Kirche Marolz-Weisach, St. Josef Mittelbuch, St. Gerhard Troisdorf. Des Weiteren Pilgergruppen aus den folgenden Diözesen: Bistum Dresden-Meißen, Erzbistum München und Freising, Bistum Münster, Erzbistum Paderborn, sowie aus den folgenden Orten: Hennef, Maisach, Memmingen, aus dem Oldenburger Münsterland, Oberaudorf und Stuttgart. An Sondergruppen sind heute gemeldet der Dombauverein Köln, das Interdiözesane Priesterseminar Studienhaus St. Lambert Lantershofen, Pilger aus der Pfarrei St. Georg in Höchstadt und der Vorstand der Albrecht-Meyer-Stiftung für Menschen mit Makuladegeneration, Schäferzucht der Freiwilligen Feuerwehr Arbing, und die Musikkapelle Waging am See. Es sind zugegen Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Realschule Auerbach, Liebfrauenschule Diesen, Mannesmann-Gymnasium Duisburg,
Burggymnasium Kaiserslautern, Marion-Dönhoff-Gymnasium, Dreieichschule Langen sowie die Schulgemeinschaft des Marienhains Vechta. Aus der Republik Österreich sind zugegen Chefredakteure und Journalisten aus Österreich in Begleitung von Bischof Dr. Egon Capellari. Benediktinermönche des Stiftes Michael Beuern mit Pilgern aus den dazugehörigen Pfarren. Eine Pilgergruppe der österreichischen Textilreiniger und Wäscher. Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Stiftsgymnasium Admont, Handelsakademie und Handelsschule Sacré-Cœur Marienanstalt Wien. Und aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind zugegen eine Pilgergruppe aus der Pfarrei St. Peter Zürich und Firmlinge aus folgenden Pfarreien: Seelsorgeverband Birmenstorf, Gebensdorf, Turgi, St. Katharina Klingnau, Leugern und Kleindöttingen, Ministranten der Pfarrei Johannes der Täufer, Mörschwil, Ministranten der Pfarreien Johannes der Täufer, Teufen und Bruder Klaus Bühler. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, zunächst herzlichen Dank für die Geburtstagswünsche, die so freundlich und vielstimmig zu mir gedrungen sind. Vergelt's Gott. In der Katechese kehren wir wieder in den Alltag zurück zu dem Thema, das seit einem Jahr etwa mich beschäftigt, uns beschäftigt und das immer aktuell und gerade auch in Geburtstags- und Festtagszeiten wichtig ist, zum Thema Gebet. Ich hatte in der letzten Katechese vor Ostern über das Gebet der Kirche gesprochen, durch das sie Pfingsten erbetet hat. Nun sind wir nach Pfingsten in diesem Weg. Petrus und Johannes waren verhaftet worden wegen der Heilung des Lahmen und der Verkündigung Jesu. Und nun, nach ihrer Freilassung, die aber prekär bleibt, versammelt sich die Gemeinde. Und was tut sie? Sie denkt nicht nach, wie man sich verteidigen kann, wie man solche Unfälle vermeiden kann, sondern sie richtet sich auf Gott hin. Sie betet zusammen, um von Gott her die Lösung und den Weg zu finden. Das sagt auch uns etwas. Gebet ist immer eine wesentliche Antwort auf Fragen und Probleme unseres Lebens, die Dinge vor Gott hinstellen und damit in einem größeren Rahmen lösen. Angesichts von Gefahr und Prüfung also sucht die Urgemeinde das einmütige Gebet. Was den Aposteln widerfahren ist, geht alle an. Sie alle beten miteinander. Sie fürchten sich nicht vor der Verfolgung, sondern eins im Gebet. Die Gemeinde sucht, das Geschehen im Licht des Glaubens zu lesen und so den richtigen Weg zu finden. Und sie betet nicht um Erfolg, nicht um Schutz. Sie betet darum, dass sie fähig wird, weiterhin Christus zu verkündigen. Das heißt, sie betet darum, dass der Mut des Glaubens uns nicht verlässt, auch in allen Widersprüchen dieser Welt. Und dass der Mut des Glaubens uns dann die Kraft gibt, auch anderen den Weg zu Gott und zu Christus zu zeigen und so die Welt ins Rechte zu bringen. Es wird uns erzählt, als die Gemeinde mitsammen kraftvoll gebetet hatte, bebte der Ort. Das heißt, der Glaube ist eine Kraft, der die Erde verändern, der die Menschen verändern, die Welt gestalten kann, in die richtige Weise hineingestalten kann. Und dann beten sie auch darum, dass Zeichen geschehen,
Heilungen, die die Wahrheit Christi zeigen. Auch darum sollen wir beten, dass die Güte Gottes offenbar wird, dass der Glaube leuchtet und dass er Menschen so gut machen und heilen, von innen her heilen kann, dass seine Wahrheit sichtbar wird. Die Frucht des gemeinsamen Gebetes ist der Heilige Geist, ist der Geist der Einheitschaft und der uns hilft zu glauben und mit dem Glauben zu leben und anderen den Weg zum Leben zu zeigen. Ein herzliches Grüß Gott sage ich zu allen Pilgergruppen deutscher Sprache. Ich grüße vor allem die vielen jungen Freunde, die da sind, besonders die Schulgruppe aus Auerbach, herzlich willkommen, aus Vechta und aus Isny. Und dann grüße ich natürlich besonders die Blaskapelle aus meiner Heimat, aus Waging, der sich, wie ich höre, Surberg und Otting und St. Leonhard angeschlossen haben. Vergelt's Gott für euer Ständchen, es war schön. Wir wollen alle die Anliegen unseres Lebens, und jeder hat seine Nöte und Probleme, ins Gebet hineinnehmen und in die Betrachtung des Wortes Gottes. Dann lernen wir sehen, dass Gott da ist, auch in schwierigen Momenten, dass alles zu einem höheren Plan gehört, den wir nicht immer verstehen, aber der gut ist. Unter der Führung des Heiligen Geistes können wir auch die schweren Situationen mutig ertragen. Der Herr segne euch alle, vergelt's Gott. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean felicitarle cordialmente por el séptimo aniversario de elección a la Cátedra del Pedro, a la vez que manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto y acompañan con sus fervientes oraciones vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares, venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes, de diversos países, participantes en el capítulo general de la Congregación de Religiosas de María Inmaculada,